Vor den geplanten Gipfeltreffen mit Südkorea und den USA hat Nordkorea angekündigt, ab sofort seine Atomwaffen- und Raketentests auszusetzen. Die Atomtestanlage im nördlichen Landesteil werde geschlossen, meldeten staatliche Medien am Samstag. Machthaber Kim Jong-un erklärte laut Nachrichtenagentur KCNA, weitere Tests für die Atomwaffen und Interkontinentalraketen seien nicht mehr nötig. Das Land habe sein Ziel erreicht, Atomwaffen zu entwickeln. Zugleich kündigte das international weitgehend isolierte Land an, es wolle im Dialog mit der internationalen Gemeinschaft Frieden und wirtschaftliches Wachstum erreichen. US-Präsident Donald Trump sprach per Twitter von sehr guten Nachrichten für Nordkorea und die Welt. Es sei ein großer Schritt. Er freue sich auf das Gipfeltreffen mit Kim. Dieses ist für Ende Mai oder Juni geplant. Die USA verlangen von Nordkorea eine komplette Aufgabe des Atomprogramms. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sprach von einem Schritt nach vorne. Wichtig sei jedoch, dass er auch zu einer überprüfbaren Denuklearisierung führen würde. Nordkorea hat sein vom UN-Sicherheitsrat verurteiltes Atomprogramm stets als notwendige Abschreckung gegen eine feindliche Politik der USA gerechtfertigt. Denn die USA haben rund 28.500 Soldaten in Südkorea stationiert. Doch nach den jahrelangen Spannungen wegen des Atom- und Raketenprogramms Nordkoreas hatten sich die Beziehungen des Landes zum Süden und zu den USA in jüngster Vergangenheit etwas verbessert.